Das Drip-Off-Verfahren ist eine effiziente Methode, um in einem Arbeitsgang mit nur einem Lackwerk Mattglanz oder Mattstruktureffekte zu erzielen. Perfekt für Veredelung von Faltschachteln, im kommerziellen Druck, auf Publikationen oder Etiketten. Im letzten Farbwerk wird partiell ein matter Effektprimer eingesetzt. Aus dem Lackwerk erfolgt die vollflächige Applikation eines Hochglanzlackes. Wo Primer und Hochglanzlack aufeinandertreffen, entsteht je nach Formulierung ein Matt- bzw. Abperleffekt. An den Stellen, an denen der Primer ausgespart wurde, werden hochglänzende Oberflächen erzielt. Um den Primer aus dem Druckwerk zu applizieren, wird eine herkömmliche Druckplatte benötigt. Auf den Einsatz einer Spot-Lackplatte kann verzichtet werden. Der Unterschied zwischen einem wasserbasierten und einem UV-basierten Drip-Off liegt zum einen in der Auswahl des Lackes. Dieser ist entweder ein Dispersionslack oder ein UV-Lack, aber ebenfalls in der Wahl des Primers. Für wasserbasierte Dispersionslacke werden ölbasierte Primer eingesetzt. Diese werden in Kombination mit dem Dispersionslack zu einem Matt-Glanzeffekt führen. Bei eingesetzten UV-Lacken können sowohl ölbasierte als auch UV-basierte Primer eingesetzt werden. Je nach Auswahl des Primers, nach Auftragsmenge des Primers, nach Auftragsmenge des Lackes, als auch nach verschiedenen Maschineneinstellungen können damit sehr feine bis sehr grobe Strukturen erzeugt werden. Drip-Off verbindet starke Effekte mit einer hohen Wirtschaftlichkeit. So können ohne Spot-Lackplatte partielle Mattglanzkontraste erzielt werden, die durch Flexo-Lackplatten erzeugten Quetschkanten werden vermieden. Kleinste Details können bei höchster Passgenauigkeit dargestellt werden, wie zum Beispiel Linien oder Raster.